In Amsterdam war es schon ein intensives Spiel, was spannend war, glaube ich. Und Ausgang war okay aus unserer Sicht. Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft und hatten mehr Chancen, hätten es auch gewinnen können. Das versuchen wir morgen. Ja, ich glaube, wir werden mehr gefordert als in Bosnien. Aber es wird, ja, wird interessant und für uns auch wichtig, immer mehr Spiele zu sammeln. Das tut gut. Ja, erstmal schönen guten Abend dann zusammen. Und ja, das Spiel gegen die Niederlande, ich glaube, was ich in Erinnerung habe, ist die Spuckattacke gegen Rudi. Also da war schon immer Rivalität und ja, einfach auf den Gegner, wir treffen auf einen Gegner, der Qualität hat, gute Spieler, Brian Bobby. Und ja, physisch sehr stark. Ja, freue mich einfach auf das Spiel. Nou, ik geloof niet dat Duitsland zwakker is. Zo'n groot land heeft altijd veel keus voor een bondscoach. En natuurlijk praat je over spelers als Gundogan, Kroos, Neuer en nog één volgens mij. Müller, ja, die hebben natuurlijk heel veel betekend voor het Duitse voetbal. Maar dat geeft de bondscoach ook altijd weer om jeugd in te passen. En gezien de prestaties van Duitsland, denk ik dat het wel goed zit. En Duitsland is altijd, ongeacht wie er wel, wie er niet is, een sterk land.